Brad geht es beschissen, die Freundin ist weg und seine Band bricht auseinander. Strutter heißt der Film über einen ewigen Unglücksraben, der von wirklich allen eins aufs Maul kriegt. Der Hauptdarsteller ist auch ein Echtmusiker. Das ist eines der Prinzipien von Regisseur Kurt Voss, Meister der authentisch durchgeknallten Filme über das Musikbusiness und selbst Alt-Punk aus L.A. Punkrock hätte ich besser nie erleben sollen. Das ist so, als ob du deinen Eltern beim Vögeln zuschaust. Das ändert dich für immer und nicht unbedingt zum Guten. Kurts Art zu drehen ist Punkrock. Kein Geld, keine Genehmigung und los. Als Co-Regisseurin fast immer an seiner Seite Allison Anders, Kurts Ex-Freundin und Ikone des US-Independent-Kinos. Sie ist genauso musikbesessen wie Kurt. Am liebsten casten sie ihre Schauspieler in den schummrigen Punk-Bars von L.A. oder nehmen Musiker aus ihrem Bekanntenkreis. Einfach die Kamera anschalten reicht aber nicht. Kurt biegt sich sein Team erst zurecht. Musiker wollen sich vor der Kamera genauso wie auf der Bühne zeigen. Das muss man ihnen austreiben. Man muss ihren Schutzwall durchbrechen und ihr fixes Bild, das sie von sich haben, zerlegen. Wenn man das schafft, ist das großartig, denn Musiker sind als Darsteller Naturtalente. Sie haben ihr ganz eigenes Charisma und stecken voller Energie. Gerade mal $25.000 hat der Schwarz-Weiß-Streifen Strutter gekostet. Gagen gab es keine und jeder musste seine eigenen Klamotten mitbringen und die Instrumente. Talk to me, bitch. Talk to music. Brett, do you think that just maybe you could try to relate emotionally to your own songs? I mean, you know, it would help sell the whole thing. Sarcasm duly noted. Flannery Lunsford spielt den Punk Brett. Volltreffer, baby! Ich liebe Deutschland, baby! Den Loser über alles zu feiern, darum geht's doch im Punkrock. Wir verehren die Loser und die Versager. Strutter ist in der Hinsicht reinster Punkrock. Hier holt sich Brett im Suff eine ordentliche Abreibung. Sein Gegner, der neue Freund der Ex. Und der nietet jedes Skelett um. Kurt Voss stand bei Strutter selbst hinter der Kamera. Ein $600-Modell, bei dem ständig der Batteriedeckel abfiel. Do you want us to like start blocking the frame? You know what I mean? Have one of those reveals. It's the best shot in the picture. Dreckige Witze gehören für Kurt Voss und Allison Anders zu jedem guten Set dazu. Strutter ist ihr vierter gemeinsamer Film. Allison war meine erste Freundin. Und obwohl wir uns schon vor Jahrzehnten getrennt haben, hat sich unsere Beziehung immer weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, sie hat schon alles für mich verkörpert. Sie war meine Liebhaberin, sie war meine Mutter. Naja, sie ist etwas älter als ich. Sie war meine Schwester und so weiter. Wir haben eine sehr enge Beziehung, nehmen und geben uns viel. Die meisten würden sich wahrscheinlich irgendwann umbringen, aber wir konnten das bisher vermeiden. So sieht Kurt übrigens aus, wenn er seinen Rasierapparat findet. Willkommen beim schlechtesten Billardspiel aller Zeiten. Als Regie-Team sind Kurt und Allison wesentlich erfolgreicher. So entscheiden wir, wer Cut und Action sagen darf. Action. Right, one, two, three. Okay. Ah. Oh, shoot. Mist. Wir denken immer gleich.
action. He gets to call action. Er darf Action rufen. Für mich sind unsere Filme Spiegel unseres Lebens. Sie zeigen die Leute, die wir kennen, und zeigen auch, was wir erlebt haben. Beide haben in L.A. Film studiert, waren ständig pleite und drehten mit ihrem Debüt Border Radio einen der besten Punkfilme der 80er. Es geht um einen Haufen Loser, die selbst die geliebte Elvis-Spardose opfern müssen, um an Geld zu kommen. Nach Border Radio rockten Kurt und Allison mit einigen weiteren Filmen über das Leben im Musikbusiness. Die Dialoge immer bissig, die Helden verpeilt, der Humor bitterböse. In der Bush-Ära drehte Kurt nur eine Punkrock-Doku und gründete eine Band. Für die Hindi Guns schrieb er zornige Lieder über die neuen Machthaber. Ich habe die dermaßen gehasst, dass ich einfach Musik, und zwar Rock'n'Roll, machen musste, um gegen die Typen zu demonstrieren. Zu ihren Hochzeiten hätten wir nie und nimmer das Geld für einen kritischen Spielfilm bekommen. So sehr hatte sich dieses Einheitsdenken über das ganze Land gelegt. Es war zum Kotzen. Seit politisch ein liberalerer Wind weht, macht Kurt Voss auch wieder Filme und dreht mit knapp 50 die wilden Streifen, von denen die meisten selbsternannten Regie-Hipster ihr Leben lang nur träumen können. Punk ist eben immer noch nicht tot. That's just the way they go.